Die Dienstleistungen der Daseinsvorsorge, ob die privatisiert werden oder nicht, über die wird ja gar nicht verhandeln. Die Dokumente von Malmström wurden und Frohman wurden gerade 149 Mal auf Deutsch abgerufen. Das Konzeptpapier zum Investitionsschutz, und zwar seit 1. Januar, 601 Mal. Das Infopapier zu CETA, von dem wurde vorher auch gesprochen, 899 Mal und. Es lässt sich fortsetzen. Ich habe da eine gewisse Diskrepanz, die ich feststelle, wo Sie Transparenz einklagen, die vorhanden ist, in allen Sprachen, nicht immer sofort in Deutsch, aber die da ist, wenn man sich, ob man sich mit den Texten auseinandersetzt oder ob man das nicht tut. Ich habe den Eindruck, und deshalb frage ich Sie, machen Sie sich gemein mit diesen? Haben Sie Interesse an einem Abkommen, das das beste Freihandelsabkommen ist, was wir jemals hatten? Oder haben Sie Interesse daran, hier die Dinge angstmäßig und emotionalmäßig zu schüren, um Ihr parteipolitisches Süppchen zu kochen? Da frage ich Sie. Und ich frage Sie, machen Sie sich gemein mit Compact und anderen, ATTAC oder Foodwatch, am 10. Oktober, der das organisiert? Okay, vielen Dank. Dann führe ich mal weiter aus. Ich zitiere weiter, wo ich vorher schon begonnen habe, um was es dort geht. Compact braucht den Partner. Der Partner sind offensichtlich auch die Grünen und die Linken. Es ist gut, dass wir das wissen und dass Sie das auch hier für das Protokoll niedergelegt haben. Da sollten Sie sich mal, Sie sind ja immer für Demokratie, vielleicht mal auch mit der Struktur von Compact auseinandersetzen. In dem Verein, der seinen Kampagnen gerne die Fahne der Bürgerbeteiligung schwingt, ich zitiere weiter, herrscht vor allem Zentralismus. Bürger machen selber Politik, heißt das Motto von Compact. Doch innerhalb der Organisation wird von oben nach unten durchregiert. Anders als beim amerikanischen Vorbild dürfen die Compact-Unterstützer bei der Auswahl der Kampagnen nicht mitentscheiden. Es wird sogar vom Vorsitzenden entsprechend konsistiert, und er sagt ja selbstverständlich, wir legen das vor. Er führt Compact, ich zitiere weiter, wie ein privates Protestunternehmen. Und er sagt, TTIP ist unverhandelbar, da gibt es keinen Raum für Kompromisse, so wie es die Linken sagen. Bei den Grünen bin ich mir nicht ganz sicher. Man könnte auch sagen, ein Kompromiss würde dem Geschäftsmodell schaden. Soweit Ende des Zitats bei Compact. Ich könnte es fortführen bei ATTAC, da wird die Zeit nicht reichen. Lassen Sie mir noch zu Foodwatch was sagen, das ist auch so eine Spezialorganisation. Bei Compact ist übrigens ähnlich, aber jetzt nehmen wir mal Foodwatch. Wir haben 30.000 Förderer, nicht stimmberechtigte Fördermitglieder und Einmalspender, also vor allem solche, die zahlen für die ganzen Aktivitäten, die sie unternehmen. Über Aufnahme stimmberechtigter Mitglieder bestimmt der Aufsichtsrat, der besteht aus 5 Personen. Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder hat Herr Thilo Bode, der da der Förderaktivist ist, mal veröffentlicht oder angesprochen. Öffentliche Veröffentlichung gibt es nicht. Es sind 80 stimmberechtigte Mitglieder, mehr als 100 dürfen es nicht werden. Die bestimmen sich alle gegenseitig. Also mit Demokratie, meine Damen und Herren, hat dieses, was diese Organisation unternimmt, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und jetzt Herr Dr. frage ich mich, Pfeiffer, Herr Dr. lassen Sie sich für deren Karren spannen? Sind Sie so infrastrukturiert, Herr Hofreiter, oder ist das Absicht? Da kann sich jeder sein Bild vielleicht selber machen. Herr Dr. Pfeiffer, Herr Dr. Pfeiffer, es gibt noch eine kleine, frische, kurze Zwischenfrage von der Kollegin Scheer, wenn Sie das erlauben. Herr Kollege Pfeiffer, meinen Sie im Ernst, dass wir als Abgeordnete hier im Deutschen Bundestag uns auf dieses Niveau begeben sollten, in einer Pauschalität eine Stimme von Bürgern, die sich in verschiedensten Weisen äußert, in den von Ihnen genannten Organisationen, in einer pauschalisierten Weise als nicht demokratische Stimmen wahrzunehmen? Sie haben die Konstruktion Compact als quasi nicht demokratisch dargestellt, haben damit die Legitimation der dahinterstehenden Bürger in Frage gestellt, sich überhaupt zu Wort zu melden, haben das auch auf andere Organisationen noch ausgeweitet. Ich finde es untragbar, so mit den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes umzugehen.
Hier würden Sie bitte stehen bleiben, Herr Pfeiffer, wenn es geht, kurze Replik. Ja, ich glaube, Sie haben was verwechselt. Ich habe nicht die Bürger, die dahinter stehen. Nein, das habe ich nicht, sondern ich habe die Strukturen und die Organisationen adressiert, wie sie funktionieren und wie sie offensichtlich Menschen, die leicht mit Ängsten oder Emotionen zu bedienen sind, instrumentalisieren für ihren Zweck, für ihr Geschäftsmodell. Und das hat mit demokratischer Legitimation überhaupt nichts zu tun. Und ich stelle in der Tat die demokratische Legitimation von Kampak, von Attac, von Foodwatch oder von den anderen Mitgliedern dieser Empörungsindustrie in Frage. In der Tat in Frage.